Jetzt habe ich erstmal wieder einen zweiten Part, also weil ich ja schon seit 2 Tagen keine Videos mache, wollte ich jetzt erstmal mein Eisen-Gold-Kohle-Let's Play weiterführen. Draußen ist es hell. Naja, auch schon war ich lange nicht mehr hier gespielt in der Welt. Man muss auch natürlich erstmal die Nahrungsversorgung sicherstellen. Sieht dann auch schon nur 3. Ich glaube, die Sound stellen wir mal ein bisschen runter hier. Also 50% runterstellen. Das Gold, da sind Kürbisse. Soll erstmal für die nächste Zeit die Nahrungsversorgung sicherstellen. Eisen habe ich noch bestimmt. Eisen habe ich doch jetzt hier bestimmt im Ofen drinne. Ja, da ist Eisen drin im Ofen. Eine Truhe muss ich mir jetzt auch machen. Eine Truhe. Ich kann nämlich die Setzlinge und die Knochen rein. Und die Tür brauche ich auch nicht mehr. Dann brauche ich auch noch diesen 64 Stack. Den nicht, das nehme ich mit. Aber erstmal muss ich einen Eimer haben. Aber mit dem EKG wollte ich dann erstmal richtig schön eine Schienenstrecke machen. Ich muss mir erstmal einen See aus Wasser holen. Da war sogar Eisenerz. Und das macht das. Ja, hier kann ich das unendlich rausschöpfen. Wo platziere ich mal diese Farm hin? Sag mal hier hin. Muss ich auch hier noch ein bisschen wegschaufeln. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe ja immer noch keine Schafe, kein Bett. Ich muss also erstmal noch gucken, ob ich immer doch mal eine Schafe finde. Die sind nämlich so dringend gebraucht. Hier noch ein paar Setzlinge aufnehmen. Und ich hatte natürlich jetzt gerade eine Meldung, dass Open Broadcaster Software wieder CPU stark beansprucht. Und nochmal ein paar Eisenbahnen holen. Jetzt müssen wir am besten noch ein paar Eisenspitzhacke machen, damit ich mich ganz runtergraben kann. Eisenspitzhacke. Ich bin so weiter runtergegraben. Habe ich die Richtung ja geändert. Natürlich hier. Vielleicht stößt man mich mal oben gegen. So, hier ist Eisen vorkommen. Ich grab mich hier runter, aber noch ein bisschen mehr Eisen. Jetzt greife ich hier weiter runter. Bin auf Höhe 66 immer noch. Da taucht ein Goldvorkommen auf. Also ich will irgendwie ein bisschen besondere Minecraft-Let's Plays machen mit den vielen Erzen. Das habe ich bisher auch bei keinem anderen Let's Player gesehen, dass er irgendwie ganz viel Eisen oder Gold oder so arbeitet hier. Da will ich sozusagen ein bisschen aus der Masse rausstechen hier. Aber die Aufrufe, die haben jetzt bei mir eine erstens mal war ich hier wieder eine kleine Zunahme, und zwar hatte ich bei der Analytics eine Zunahme gestern von irgendwas von 0,5%. 0,5% ist natürlich, wenn man einige Videos hochgeladen hat, natürlich nicht gut. Sollte schon mal eine 20-prozentige, 30-prozentige Zunahme schon mal reinkommen. Jeden Monat 20-30% mehr. Also vor Monat. Jetzt wird es wieder dunkel hier. Aber ich verstehe auch nicht, warum bei dem Fakt des Spark of Phoenix Videos immer diese vielen Dislikes kommen. Also
immer, das betrifft eigentlich nur diese Videos, also das stimmt damit nicht. Warum die dann gedisliked werden? Ich müsste dann mal hinschreiben, wer das Video disliked, muss dann den Grund angeben, da sonst die Videos, da ich sonst noch mehr dann davon machen würde und noch mehr verlangen würde, wer die Videos gedisliked hat, dass ich herausfinden kann, wer die Videos gedisliked hat von mir, wenn ich dann die Kanäle ausfindig machen kann, deren YouTube-Kanäle, und die dann sozusagen mit Hinweisen versehen, dass meine Videos letztendlich gedisliked werden von denen. Und dann fragen, warum überhaupt die gedisliked werden. Warum werden die überhaupt gedisliked? Würde ich dann fragen. Ich will ja mehr Likes und Abonnenten, aber nicht Dislikes. Sag ich die ganze Zeit da immer. Warum disliken die einfach alles? Aber das betrifft ja nur die Spark of Phoenix Videos. Das ist nämlich wiederum was Merkwürdiges. Meine Let's Play Teile wurden nicht gedisliked. Bin ich bei Höhe 29 angekommen, aber ich will ja bis zu den Diamanten runtergraben. Muss ich ja bis auf Höhe 16 runter. Oh, das war ein bisschen lag. Eisenspitzhacke mich weiter runtergegraben. Und wieder eine Fackel. Ich reiche mal bis auf Höhe 14 runter. Da ist schon mal die Höhe 14. In diesem großen Basisraum graben hier. Hier ist schon mal Gold. Dann sag ich mal, ich grab mal hier, weil hier das Gold ist. Redstone. Da denn. Ein Höhlengang. Am Ende eines Höhlengangs bin ich hier. Und ein Creeper ist da oben. Ein Creeper kommt mir entgegen. Und noch was entgegen? Das sind Diamanten. Das sind Diamanten. Da sind noch mehr Diamanten. Skelett. Die Gänge hier. Die Gänge hier. Dann ist die Spitzhacke auch schon kaputt.
grab mich später nochmal wieder rein. Ich habe sogar ein paar Diamanten gefunden. Ich wollte nämlich gerade einen Basisraum aufbauen und dann habe ich plötzlich eine Höhle gefunden. Die muss ich dann später noch weiter erkunden. Aber es geht erstmal meine Hungerleiste wieder zurück und jetzt dürfen wir gucken, wie lange ich auch noch habe. 10 Minuten. Das heißt, es würde wieder langsam hell werden draußen. Weil ich eigentlich nach der Aufnahmezeit her schätzen, ob es wieder hell wird draußen. Weil ich habe ja nämlich immer noch kein Bett, weil ich ja noch keinen Schaf gefunden habe. Also wenn ich jetzt ein Schaf finde, muss ich jetzt am besten erstmal mit Schere bewaffnet sein, um dann hoffentlich 3 Wollestücke rauszubekommen. Und wir hoffen, dass es hell draußen ist. Es wird gerade hell. Creeper-Jagd hier. Ein Creeper nach dem anderen. Da schwimmt ein Schwein, aber ich brauche Schafe. Ich brauche Schafe, keine Schweine. Schweine und Kühe würden mir auch nicht helfen, weil die geben mir auch keine Wolle. Da muss ich irgendwie von Dings her. Erstmal die Diamanten, erstmal Diamantspitzhacke herstellen. Das restliche Eisen nochmal holen. Eine Dia-Spitzhacke und eine Eisenspitzhacke machen. Und auch eine Eisenhacke. Eine Eisenhacke geht ja auch so. Eine Eisenaxt. Ich werde meine Werkzeuge auf Eisen aufrüsten. Die Eisenspitzhacke kommt hier daneben. Das hat die Erde so hin. Also die Flamme habe ich ja auch. Kann ich hier nämlich jetzt auch schon mal 7 Felder beackern. Weil wir nämlich nicht dauerhaft immer auf Schweinejagd gehen. Was kann ich jetzt denn noch machen am besten? Weitere Samen sammeln. Ah, das sind die Blumendings. Das hat Sparkopf für mich schon aufgenommen, also werde ich das nicht nochmal als Fakt abfragen hier. Aber ich will ja gerne einmal in seine Videos kommen. Aber meine Kommentare immer so weit nach unten rutschen, dann liest da niemand meine Kommentare. Dann kriege ich auch keine Rückmeldungen. Vor allem, als ich auch einmal versucht habe, wenn ich mal meinen abgestellt habe, dass ich mich abgemeldet habe, dann taucht mein Kommentar überhaupt gar nicht auf. Also ich habe mich gewundert, warum taucht mein Kommentar da gar nicht auf. Da sind hier so ein paar Schafe unterwegs. Oder muss ich mir ein Eichenholz holen? Beim normalen Let's Play habe ich natürlich jetzt einen Teil mehr, als ich Abonnenten habe. Das heißt, ich muss erstmal, wenn noch nicht jemand abonniert, dann ist der Teil ja schon da. Weil er schon seit einigen Tagen kein Partner kam, wollte ich dann irgendwie mal ein bisschen aus Dringlichkeit sozusagen einen weiteren Part machen. Da ist noch ein Schwein unterwegs. Aber ich brauche Schafe, keine Schweine. Da hinten brennt was.
Birkenbaum hier abbauen. Noch habe ich keinen sicheren Unterschlupf für die Nacht, also kann die Nächte noch nicht überspringen, weil ich ja noch keine Wolle habe. Sonst müsste ich ja auch nachts auf Spinnenjagd gehen, um dann 12 Strings zu kriegen, weil dann auf 12 Strings kann man nämlich 3 Wolle herquarten. Und 3 Wolle braucht man ja für ein Bett. Spitzhacke sind dann die Achse kaputt. Geht's mit der Eisenachse weiter. Hier ein bisschen den Baum ab. Den Wald abholzen. Irgendwie müssen wir Holz bekommen. Ach, da ist ein Stück Holz, das da oben liegen. Bisschen mehr Freiheit hier erzeugen. Ich möchte daraus später Häuser bauen. Und natürlich die Setzlinge aufnehmen, um die Bäume nachzüchten zu können. Dann würden die ja irgendwann mal aussterben, obwohl das dann 0,0001% wahrscheinlich, dass man alle Bäume von der Map entfernen kann, ohne dass die Setzlinge da sind. Wirklich könnte man das machen, aber dann müsste man Jahre, man bräuchte tausende Spieler und Jahre, um das dann herzustellen, dass alle Bäume abgeholzt sind. Auf einer Map. Weil es einfach unzählig, also man kann zahllose Bäume nicht. Das fällt ein bisschen langsamer hier. Wo müsste ja auch ein bisschen Birkensetzlinge haben. Das fällt ja ein Birkenbaum. Da kommt schon mal Birkensetzlinge runter. Wie ich jetzt schon nur einen habe ich jetzt im Moment nur. Da liegt aber bestimmt noch 2, 3 weitere sogar. Oh, die Musik wird ein bisschen laut. Die Musik wird ein bisschen laut. Deswegen stelle ich mal was aus. So hört man die kaum noch. Dann habe ich hier noch diesen Baum aufgesucht. Sind hier irgendwo Schafe in Sicht? Guck mal hier kurz nach Schafen ausschau. Es ist Mittag. Ich muss doch irgendwo mal ein Schaf zu sehen sein. Da ist ja ein Schaf. Endlich, Digga, welche. Oh Gold. Kann man diesen oberflächlichen Goldvorkommen abnehmen. Die Eisenspitzhacke schon mal beanspruchen mit dem Goldabbau hier. Kann man das ganze Goldvorkommen mal hier aus hier. Und zu sehen, wie groß ein oberflächliches Goldvorkommen ist. Geht es noch immer weiter. Wir wollten noch zu den Schafen und wir brauchen noch am besten eine Schere hier. Das sind da sogar 2 Schafe, dann kriege ich ja bestimmt 3 Wolle. Das sind hier so. Ich habe schon mal 2 Wolle, ich brauche ja noch einen. Noch einer. Jetzt habe ich 3 Wolle. Da habe ich schon mal die Wolle zusammen, die ich brauche. Jetzt hier noch mal im Weg nach Hause will ich mal ein paar weitere Samen abbauen. Ne? Und dann später bei den Runden zu kommen mit der Nahrung. Das ist so eine benachbarte Insel gewesen hier.
denn das denn da? Drei Seeds habe ich immer noch. Und ich kann wieder endlich eine droppen hier. Da ist ein hellgraues Schaf, ein graues Schaf. Jetzt ist auch langsam Zeit nach Hause zu kehren. Kann ich das Ei gar nicht mehr aufnehmen? Was kann ich jetzt wegschmeißen? Die 6 Fackeln. Da ziehe ich jetzt mal die 6 Fackeln hin. Die eine Höhle in mir ist. Da sind auch noch Seeds rum. Das kann ich dann per Schiene machen, dass ich hier einen schnellen, sicheren Übergang gehen kann. Und auch sieht da wahrscheinlich auf, ja, ich glaube, das liegt auf der Insel hier. Oder auf der Insel, wo ich mein Haus. Da sind Kürbisse, ich glaube, das ist auf dem Haus. Weil da Kürbisse sind. Stehen so ein paar Kürbisse rum und da schwimmt das Schwein noch von eben. Dass ich gerade ein bisschen vor mich her schiebe. Und noch ein bisschen Erde hier. Da steht mein Haus. Und ich nämlich da. Jetzt kann ich nämlich schon mal die erste Nacht überspringen. Die drei weiteren Seeds hier schon mal einpflanzen. Ich muss jetzt mal weitere Holz herstellen. Das ist natürlich eine andere Holzart hier. Ja. Und jetzt noch die Wolle um drüber und ein Bett herstellen. Dann muss ich direkt mal die erste Nacht schlafen. Ach, Dormier wollte ich schon wieder schreiben. Weil ich jetzt die erste Nacht schon mal schlafen verbrachte Nacht gehabt. Aber erstmal muss natürlich bei 23 Minuten Aufnahme das Let's Play schon mal, kann ich sagen, beenden. In dem zweiten Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Zeigt mir Liken, Teilen, Favorisieren und auch gerne auch Abonnieren.